Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Folge unseres Ruhrpods, in der wir uns mit den Staatsstrukturprinzipien oder Staatsfundamentalnormen beschäftigen wollen. Wenn Sie das Grundgesetz aufschlagen, werden Sie feststellen, am Anfang des Grundgesetzes steht der Grundrechtskatalog, die Artikel 1 bis 19. Darin befasst sich das Grundgesetz mit der Stellung des Bürgers im Staat, und die wesentliche Aussage des Grundgesetzes ist insoweit bereits in Artikel 1 Absatz 1, dem Menschenwürde-Grundsatz, angelegt. Im Mittelpunkt unserer Ordnung steht der einzelne Mensch. Der Staat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Staat da. Deshalb der Grundrechtskatalog am Anfang, vorangestellt. Und der Grundrechtskatalog enthält Abwehrrechte, Teilhaberechte, Leistungsrechte, insbesondere aber Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat. Und das sind Rechtspositionen, die gerade zum Schutz des Einzelnen, seiner Individualität, seiner Freiheit gedacht sind. Das sind also subjektive Rechte. Die kann der einzelne Bürger nach der Rechtsschutzgarantie, Artikel 19 Absatz 4, sozusagen der Schlussstein der Grundrechtsordnung, tatsächlich vor Gerichten einklagen. Das unterscheidet die Grundrechte ganz maßgeblich von dem, was dann staatsorganisatorisch dahinter kommt. Und das sind eben die Staatsfundamentalnormen oder Staatsstrukturprinzipien. Wenn man das versucht, so eine Bestandsaufnahme zu machen, dann steht als erste Staatsfundamentalnorm, als erstes Staatsstrukturprinzip das Demokratieprinzip. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, so heißt es in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz lapidar. Demokratie heißt, alle Staatsgewalt muss sich letztlich auf die Entscheidung der Bürger zurückführen lassen. In unserem repräsentativ-parlamentarischen System heißt das, letztlich der Bürger wählt den Bundestag als Gesetzgeber. Der Gesetzgeber macht die Gesetze, die Verwaltung muss sich an die Gesetze halten. Und damit ist die Entscheidung der Verwaltung demokratisch legitimiert, letztlich durch die Entscheidung der Bürger. Das ist dieser Legitimationszusammenhang, den das Demokratieprinzip fordert. Das zweite oder als zweites kann man die Bundesstaatlichkeit als Staatsstrukturprinzip nennen. Bundesstaatlichkeit heißt, wir haben nicht eine einzige staatliche Ebene, die zentral über alle staatlichen Belange entscheidet, sondern wir haben derer zwei, nämlich die Bundesrepublik Deutschland und die einzelnen Länder. Und das führt dazu, dass wir eine ziemlich ausgeklügelte Verteilung der Kompetenzen, der Gesetzgebungskompetenzen und der Verwaltungskompetenzen insbesondere, zwischen Bund und Ländern brauchen. Also die Art der bundesstaatlichen Organisation ist dann im Grundgesetz weiter ausgestaltet. Das heißt, es gibt nicht den Bundesstaat, sondern den Bundesstaat nach Maßgabe dieser grundgesetzlichen Ordnung. Wir werden uns mit den Gesetzgebungskompetenzen und den Verwaltungskompetenzen ein andermal beschäftigen. Die Grenze ist dann erreicht, wenn wir eigentlich gar keinen Bundesstaat mehr hätten, sondern einen Staatenbund. Die Unterscheidung ist, im Bundesstaat entscheidet der Bund über die Kompetenzverteilung. Hier das Grundgesetz als Bundesverfassung entscheidet, welche Kompetenzen haben die Länder und welche Kompetenzen hat der Bund. Im Staatenbund wäre das umgekehrt. Im Staatenbund liegt diese Kompetenzfrage, die Entscheidung darüber, wer welche Kompetenzen hat, bei der Landesebene. So viel zum Bundesstaat. Das dritte, was ich nennen möchte, ist das Sozialstaatsprinzip. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Rechtsstaat, heißt es in Artikel 20 Absatz 1. Nein, ein sozialer Bundesstaat. Dieses Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Bund, soziale Aspekte in seiner Tätigkeit im Wesentlichen zu berücksichtigen. Einzelheiten dazu wollen wir in einem anderen Podcast machen, lasse ich jetzt mal außen vor. Dann haben wir das Rechtsstaatsprinzip. Das Rechtsstaatsprinzip ist natürlich für uns Juristen besonders bedeutsam. Das Rechtsstaatsprinzip schlägt sich nieder, insbesondere im Vorrang und Vorbehalt der Gesetze. Vorrang und Vorbehalt der Gesetze. Vorrang der Gesetze heißt, kein rechtswidriges Handeln des Staates. Das heißt, die Exekutive hat sich an Recht und Gesetz zu halten. So steht es ja schließlich auch in Artikel 20 Absatz 3, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Vorrang des Gesetzes, kein rechtswidriges Verhalten.
Vorbehalt des Gesetzes heißt kein Handeln ohne Gesetz. Das heißt, das Gesetz ist die zentrale Schaltstelle, wenn es darum geht, Eingriffe in Freiheit und Eigentum, in Freiheit und Grundrechte der Bürger zu vollziehen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt keinen Totalvorbehalt. Das heißt, der Staat ist nicht immer und in allen Fällen auf eine gesetzliche Grundlage angewiesen. Die Exekutive kann durchaus im Einzelfall auch mal ohne gesetzliche Grundlage handeln. Aber es gilt die Wesentlichkeitstheorie. Wesentlichkeitstheorie heißt, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage immer dann, wenn das, wenn die Entscheidung wesentlich für die Grundrechtsausübung durch die Bürger ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Sexualkundeunterrichtsentscheidung wesentlich niedergelegt. Die Wesentlichkeitstheorie gehört sozusagen zum Kernelement unserer Verfassungsordnung, weil darüber geklärt wird, was muss der Gesetzgeber machen und was darf die Verwaltung machen. Dieser Gesetzesvorbehalt ist zu unterscheiden vom Parlamentsvorbehalt. Gesetzesvorbehalt heißt, die Behörde braucht eine gesetzliche Grundlage, auf der sie handeln kann. Parlamentsvorbehalt, das kennen wir insbesondere etwa im Verteidigungsbereich oder im militärischen Bereich. Wir haben eine Parlamentsarmee und dementsprechend muss das Parlament über den Einsatz der Soldaten außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der NATO-Grenzen entscheiden. Der Unterschied zum Gesetzesvorbehalt ist, der Gesetzgeber entscheidet das zwar, das Parlament entscheidet das, aber eben nicht in Gesetzesform, sondern in ganz allgemeiner Beschlussform. Schließlich und im Planungsrecht von besonderer Bedeutung das Umweltstaatsprinzip, Artikel 20a Grundgesetz. Der Gesetzgeber hat das, das ergibt sich schon aus der Nummerierung 20a, nachträglich eingefügt, weil die Auffassung bestand, und das sicher auch zu Recht, dass Umweltbelange, weil sie eben nicht von einzelnen Bürgern als subjektive Rechte vertreten werden, häufig unter die Räder geraten und deshalb brauchen die Verfassungsrang, um dann anderen berechtigten Zielen entgegengestellt zu werden. Gerade dieser Kompromiss, diese Abwägungsfunktion der Umweltstaatlichkeit schlägt sich auch in der Formulierung in Artikel 20a nieder. Es gibt keinen ökozentrischen Umweltschutz. Die Umwelt wird nicht um ihrer selbst willen bewahrt, sondern als Lebensgrundlage für den Menschen und im Rahmen der Rechtsordnung. Der verfassungsändernde Gesetzgeber war also sehr darum bemüht, einen unbedingten Vorrang des Umweltschutzes zu vermeiden und den Umweltschutz in die Gesamtordnung einzuordnen. Das führt häufig zu Problemen und Zweifelsfragen, die das Bundesverfassungsgericht etwa auch im Klimaschutzbeschluss ja neulich wesentlich weiter ausgestaltet hat. Das werden wir in einem anderen Podcast näher behandeln. Ich danke für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.